Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, auch mein Postbote hat es endlich geschafft und hat mir meinen Apple AirTag vorbeigebracht. Der ist jetzt gerade frisch gekommen, noch nicht mal richtig selber in den Fingern gehabt. Aber ich dachte, wir packen den einfach mal zusammen aus, schauen ihn uns an, richten ihn kurz ein und machen mal ein, zwei kleine Versuche. Vor allem unter dem Aspekt U1-Chip. Ich nutze ja ein iPhone XS Max. Und wie ihr wisst oder vielleicht auch nicht, alle iPhones kleiner als iPhone 11 haben ja den U1-Chip nicht und somit müssen wir ja auf diese Anzeige mit dem Pfeil und die Entfernungsanzeige ja verzichten. Ne? Normalerweise sieht man in der Werbung überall, wenn mein Gegenstand in der Nähe liegt, dann kann ich schön mit dem iPhone dran vorbeilaufen. Der zeigt mir genau mit dem Pfeil die Richtung und den Abstand zu meinem verlorenen Gegenstand an. Das können wir nicht. Und ich schätze mal, viele Benutzer, die sich ein Apple AirTag kaufen, haben kein iPhone 11 aufwärts und sind vielleicht auch ein bisschen verwundert, warum sie das nicht angezeigt kriegen. Schauen wir mal. Dann möchte ich auch noch ganz kurz Zubehör vorstellen, das man selber machen kann. Ich habe mir hier auch ein Teil ausgedruckt, das zeige ich dann nachher auch nochmal ganz genauer. Das ist von Thingiverse. Und wer nicht Lust hat, 35 Euro auszugeben und vielleicht die Möglichkeit hat, einen 3D-Drucker zu benutzen oder jemand kennt, der einen hat, der kann sich da die schönsten Teile auch selber machen. Ist wirklich praktisch. Ups, jetzt fällt es schon runter. Ja, darum soll es heute gehen. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Ganz ehrlich, das Auspacken hätten wir uns auch sparen können, weil ich meine Güte, ja, es ist ein Karton, da ist was drin, eigentlich recht langweilig, aber gut, wir ziehen es durch, dann haben wir es hinter uns und machen das Teil mal auf. Und wie nicht anders zu erwarten, ist im Inneren des Kartons eine echt schicke Umverpackung nochmal für den AirTag selbst und ein paar kleine Zettelchen mit noch kleinerer Schrift. Da geht es dann um Sicherheit und Konformitätserklärung und den ganzen Quatsch, können wir wegmachen, brauchen wir nicht. Wir öffnen lieber die Umverpackung vom AirTag und trara, da ist er auch schon eingepackt nochmal in eine durchsichtige Folie. Und wenn wir die vorsichtig abziehen und dann ganz am Ende ein bisschen fester dran ziehen, dann passiert das. Genau, der AirTag meldet sich mit einem Piepsen, das gar nicht so laut ist, wie ich eigentlich dachte, nachdem ich die ganzen anderen Reviews gesehen habe. Aber gut, da ist er, sieht wirklich verdammt schick aus. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal zuerst, wie man die Batterie wechselt. Und der Batteriewechsel, der ist echt super einfach gelöst. Man drückt ein bisschen auf den silbernen Deckel, dreht ihn nach links und da ist er auch schon. Das ist eine CR2032 Batterie. Kriegt man für wenig Geld überall nachgeschmissen. Und rein geht sie dann auch wieder genauso leicht, wie sie rausgegangen ist, nur eben andersrum. Und das war es auch schon. Und ich sag mal, wir richten das Teil einfach mal ein. Ja, das eigentliche Einrichten ist genauso einfach wie es Auspacken und das kann wirklich nur Apple. Man hebt den AirTag einfach an sein iPhone ran und schwupps wird er erkannt und ich kann ihn verbinden und bekomme dann auch gleich mal ein paar vorgefertigte Namen angezeigt, die dienen einfach nur dazu, dass man ihn ein bisschen benennen kann, wo man ihn dann auch einsetzt. Ja, ich nenne das ganze Teil einfach mal Test. Ja, einfach zum Spaß, mir fällt jetzt gerade nichts Blöderes ein. Und im Anschluss kann man sich da noch ein Emoji aussuchen, um ihn einfach ein bisschen zu individualisieren. Und das war's auch schon. Schwupp, ist es fertig. Ich drücke einmal auf Weiter und der AirTag wird mit meiner Apple ID verbunden. Und das war's. Man kriegt dann ganz kurz nochmal angezeigt, was man alles tun kann in den verschiedenen Apps. Und da sind wir auch schon. Ich bin direkt in die Wo-Ist-App reingesprungen und unter Objekte kann man sich jetzt seinen AirTag anzeigen lassen. Momentan ist er logischerweise bei mir zu Hause. Einmal nach oben gewischt, haben wir dann die ganzen Optionen, die man jetzt schon ausprobieren kann. Und ich lasse mal den Ton abspielen, dann hört er auch mal, was der so tut. Ja, und genau genommen hört da die ganze Spielerei auch schon auf, weil wir iPhone 10 und niedriger Benutzer können eben kein Pfeil anzeigen lassen, um anzuzeigen, wo er genau liegt und wie viel Meter er noch entfernt ist. Wir können Ton abspielen, wir können die Route anzeigen lassen, wenn er dann wirklich weg ist, dann werden wir über die Karten-App dorthin navigiert. Oder wir können ihn eben auch noch in den Verloren-Modus schalten und das machen wir jetzt mal schnell. Weil im Verloren-Modus kann man eigentlich im Prinzip nicht mehr machen, nachdem man hier die ganzen Hinweise angezeigt kriegt, wie eine Telefonnummer hinterlassen, wo, wenn der Finder dann mit seinem MFC-Sensor drangeht, eben die ihm dann angezeigt wird.
Vielleicht ruft er dann an und gibt ihn zurück, wer weiß. Und das war es eigentlich schon. Und dann ist das Teil im Verloren-Modus und ich werde eben benachrichtigt, wenn irgendein anderes iPhone daran vorbeiläuft in der Nähe und kann mich dann eben über die Karten-App dort, wie gesagt, hin navigieren lassen. Und das war der ganze Zauber aus die Maus. Ja, dann sind wir auch schon beim Zubehör und da macht ihr einiges auf den einschlägigen 3D-Druckplattformen die Runde. Ich habe mir so ein ganz simples Teil ausgedruckt von Thingiverse. Und es ist echt schnell ausgedruckt. Das dauert ein paar Minuten. Ich habe mir dann ganz normal einen Schlüsselring geschnappt, habe den da dran gemacht und den AirTag reingeklemmt und der hebt bombenfest da drin. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Und im Prinzip genügt das ja auch. Ich meine, ich habe eh keine richtige Verwendung für den AirTag. Der kommt bei mir wahrscheinlich an den Schlüsselbund dran, weil das ist das Einzige, was ich verliere. Und da reicht es vollkommen aus. Da muss ich nicht 39 € für ein Lederband ausgeben. Ja, und so viel erstmal zu einem ganz schnellen ersten Eindruck. Im Prinzip, ich meine, von was reden wir? Wir reden von einem kleinen Teil, wo eine Batterie drin ist und das eigentlich nur dazu da ist, dass man es vergisst, weil ich brauche es ja wirklich nur, wenn ich etwas verliere. Ja, klar, es gibt Anwendungsfälle wie zum Beispiel Autoschlüssel in meinem Fall. Ich suche den ganz oft und dass ich dann am iPhone einfach sagen kann, ich weiß ja, er liegt irgendwo zu Hause, drück mal auf Klingeln und ich kann rumrennen und gucken, wo er ist. Wunderbar. Die ganze Sache mit dem Pfeil und mit der Entfernungsanzeige funktioniert bei mir natürlich nicht und bei vielen anderen da draußen auch nicht. Aber wenn man da auch wieder ehrlich sind, ist eine Spielerei mehr. Ich meine, den Ton, den hört man schon. Obwohl ich sagen muss, ich habe in fast allen Reviews, die ich gesehen habe, gehört, oh nein, der Ton, der ist so ultra laut und eklig. Also ich empfinde das nicht so. Ich bin hier in wirklich einem kleinen Büro, habe den hier jetzt echt oft bimmeln lassen und ich finde nicht, dass der laut ist. Also ohne Witz, der ist hörbar, aber nicht extrem. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich den irgendwie in die Couch-Ritze reinmache, wird es echt schwer, den zu hören. Oder auch durch eine geschlossene Tür könnte es recht schwer werden. Ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich aber auch einfach nur taub. Was ich dagegen echt super finde, sind diese ganzen 3D-Druckgeschichten, weil Zubehör ist teuer. Natürlich gibt es auch Drittanbieter-Zubehör auf dem Markt, was dann auch günstig ist. Ich habe gesehen, es gibt schon so Lederbändel für um die 6 €. Ist auch alles kein Problem. Aber ich kann es mir halt selber machen. Ich kann es für Freunde, Bekannte selber machen. Es gibt vor allem die abgefahrensten Teile, die man selber machen kann, wo man noch Schnüre durchziehen kann, Gürtelclips und weiß der Geier was alles. Und so ein 3D-Drucker ist wirklich eine tolle Sache. Ich kann es jedem nur empfehlen. Mir macht es Spaß. Ich brauche ihn auch nicht oft. Ich bin jetzt nicht der 3D-Druck-Junkie, der sich da jetzt jeden Tag seinen Scheiß druckt. Aber wenn ich ihn mal brauche, dann ja, dann ist er da. Ich kann ihn nutzen und für die AirTags war das jetzt einfach ein genialer Scheiß. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall noch ein längeres Video zu den Teilen sehen, wenn ich mal ein bisschen experimentiert habe damit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns demnächst. Bis dann.